Ein Musiker, ein Komponist, noch einer dazu, der vor 200 Jahren gelebt hat. Wieso soll man den also kennen? Und doch hat dieser Mozart auf der ganzen Welt Fans. Sobald er allein ist und ihn keiner hört, legt er die Noten weg und spielt einfach das, was ihm einfällt. Er saß am Klavier und hämmerte seine Verzweiflung, seinen Zorn, sein Heimweh, seinen ganzen Schmerz in die Tasten und vertraute dem Klavier seine innersten Gedanken an. So lernt Johann Sebastian die Orgel schlagen, Cembalo spielen und seine ersten kleinen Musikstücke aufzuschreiben. Erinnerst du dich nicht? Peter Iljitsch hat sie auf dem Klavier gespielt. Es ist der Walzer der Blumen. Hörst du sie tanzen? Es war wie ein Wunder. Am liebsten hätten alle so Begünstigten in dem großartigen Chor aus dem Messias mit eingestimmt.